Hallo und herzlich willkommen bei Klaus Grillt, Feines Grillen Barbecue. Heute mal cool, wir machen heute einen sehr, sehr leckeren geimpften Spießbraten. Wie man das macht, zeige ich euch gleich. Viel Spaß dabei. So, Zutaten dafür haben wir hier erstmal ein wunderschönes Stück Schweinenacken. Das sind so 2-2,5 Kilo in der Größenordnung. Dann Sauereirapp, wenn ihr wissen wollt, wo man Fleisch herkriegt, das verlinke ich euch unten drunter. Oder den Sauereirapp, wie man sich den auch selber mischen kann oder wo es den zu kaufen gibt. Ansonsten nehmt ihr für so eine Aktion den Rapp, den ihr am liebsten mögt. Nehmt ihn, wo nicht allzu viel Zucker drin ist, dann wird es perfekt. Dann haben wir hier vorne noch einen schönen Drehspieß mit dem passenden Motor an den Bräuking angebaut. Ein bisschen Wurstkordel, dann hier eine Marinadenspritze. Da hatte ich mir gerade vorher für 30 Euro eine gekauft, die man mit so einem langen Schlauch machen wollte. Und habe mir die immer hingelegt und dachte, heute ist sie dran. Und ich packe das Mistvieh aus. Kaputt. So, also nehmen wir die Steinzeittechnik, die funktioniert immer. Aber nicht von dir kaputt gemacht, wa? Sondern? Von Lars? Nein, der Zahn der Zeit. Der Zahn der Zeit, ich weiß es nicht. Wie schnell er sich rausredet. Nein, ausgepackt kaputt. So, flog deine Lichtung entgegen, pumpte nicht mehr. Naja, so ist es manchmal, weißt du, wenn du das neue und technische Gelste haben willst, dann liegst du manchmal auch daneben. Naja, okay. Dann haben wir hier ein bisschen Brühe gemacht und zwar einfach beim Basic Stock. Ihr könnt auch die Brühe machen, zu der ihr gerade Lust habt. Ihr könnt die frisch kochen, ihr könnt die Körnerbrühe nehmen, wie immer ihr mögt. Dann ein bisschen Natron und wie immer, wenn wir grillen, scharfes Messer und ein Brett. So, was wir hier machen, wir werden erstmal ein bisschen in so 1,5 Liter Brühe, gebe ich so 2 gehäufte Teelöffel Natron drin. Jetzt kommt die große Frage, warum Natron? Da muss ich ein bisschen weiter aufholen. Wenn ihr das nicht hören wollt, einfach weiter skippen. Ansonsten kriegt ihr jetzt die Erklärung dafür. Und zwar jetzt darum, dass wir den pH-Wert erhöhen. Kurze Rekapitulation. pH-Wert von 0 bis 14, 0 sauer, 14 alkalisch und basisch. So, und dann in der Mitte ist praktisch neutral. Und wenn wir so ein Stück Fleisch direkt aus dem Tier rausschneiden, hat es einen pH-Wert von 7. Also ziemlich genau in der Mitte. Und dann im Bereich der, wenn die Totenstarre einsetzt, wenn es löst und ein paar enzymatische Prozesse abgelaufen sind, wenn der Restzucker aus dem Muskel sich in Milchsäure verstoffwechselt hat, dann geht es ab runter in den sauren Bereich, Richtung 5,3. Und das ist für eine Fleischreifung super, dann wird es zart, hat aber den großen Nachteil, dass es dann nicht mehr so gut die Feuchtigkeit halten kann. Und wir wollen ja einen schönen saftigen Braten haben. Und deshalb erhöhen wir durch die Zugabe von dem Natron hier drin, von dem Injekt, den pH-Wert, sorgen also dafür, dass viele Hydronium-Ionen relativ viele Hydroxid-Ionen drin sind. Und dadurch wird das Fleisch saftiger. Jetzt könnte man natürlich sagen, oh, da mache ich jetzt super saftig, dann knall ich das Ding voll mit Hydroxid-Ionen und mache mir eine richtige Natronlauge. Das kannst du durchaus machen. Dann hast du nur den großen Nachteil, dass es dann zäh wird. Also du musst immer jetzt die Balance finden zwischen zartem Fleisch, dann ist der pH-Wert relativ weit unten, deshalb kann man manchmal auch mit Säuren marinieren, dann hast du es aber zart und wenig saftig, oder du machst es sehr saftig und dann zäh. Und wir wollen so einen Mittelwert finden, dass es aber schön saftig ist und deshalb macht es Sinn, da ein bisschen Natron drin zu machen. Frau, war das verständlich? Ja. So, dann haben wir unser Stück Schweinefleisch und jetzt bereiten wir hier die Injektion oder Impfung oder kannst du nennen, wie du willst, vor. Ziehen die Sache auf hier, auf die Spritze. Und dann knastern wir da so viel wie möglich rein. Da wird jetzt schon ein bisschen dick. Zuhalten. So. Und wieder aufziehen. So ein kleiner Profi-Tipp von mir an euch. Kleine Servicebeilage. Wenn er die Dinge aus dem Schrank nimmt, sind die meisten, dass sie nicht richtig flutschen. Dann machst du hier oben um die ein bisschen Olivenöl um die Dichtung rum. Und dann ist alles gut. Also aufziehen. Dann flutscht es viel, viel besser. Was für eine Spritze verwendest du jetzt? Tja, eine silberne. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Gibt es von Bräuking, gibt es von Grillfürst, gibt es von. Also ganz viel im Zubehörhandel. Die sind meistens alle gut. Guck, dass du keine zu kleine nimmst, weil sonst bist du eher länger am Aufziehen als am Spritzen. Das wäre natürlich doof. Gibt es da eine Regel, wie viel Abstand? Oder kann man da. Also man kann wild drauf losspritzen, aber ich finde es immer besser, wenn man so alle 2 cm so einen kleinen Stich macht und wirklich das Ding richtig voll jaucht. So, das machen wir hier. Die 1,5 Liter Brühe, die wir hier haben, die werden wir nicht im Ansatz brauchen. Oh, sonst frieren wir uns die wieder weg und nehmen die nächste mal normal. Das wird vielleicht dann auch nochmal um und impfst es da? Nö, weil die Spritze ist ja tief genug. Die geht ja überall hin. Ich würde nur sowas immer draußen machen und ihr habt schon gesehen, ich habe meine Jacke ausgezogen. Weil es passiert oft genug, dass du irgendwo hier rein spritzt und auf der anderen Seite kommt dann so ein Strahl raus. Und wenn du das dann in der Küche machst und die frisch renovierte Küche immer einsaut, dann ist halt Mutti richtig diskutiv mit dir. Siehst du, da kam gerade einer. Und wenn du dann eine neue Jacke anhast, dann ist halt auch doof.
Naja, also Spritzen, ich meine, im Prinzip ist klar, oder? Und wenn du jetzt fertig wärst mit Impfen? Bin ich gerade. Ja, danke. Kündige denn 24 Stunden noch mal ruhen lassen? Ruhen lassen, danke. Ja, ja, könntest du tun. Ich würde aber empfehlen, eine halbe Stunde ruhen zu lassen, weil wir jetzt den pH-Wert ja erhöht haben. Und wenn du dann zu lange ruhen lässt, dann hast du wieder die Gefahr, dass es irgendwie, dass es nachher am Ende saftig und zäh wird. Also von daher lieber bloß eine halbe Stunde sich immer ganz kurz verteilen lassen, das ist das, was wir jetzt machen. Und nicht 24 Stunden. So, dann binden wir uns hier mal schön runter. Zwar habe ich mir so ein paar Stücken Strüppe gemacht. Es gibt auch die Variante, das mit einer Strüppe zu machen. Aber ich habe euch schon so viel wissenschaftlichen Quatsch erzählt. Ich glaube, das reicht an Info. Also ich mache das so. Das ist immer die einfache und dumme Variante. Die funktioniert sehr gut. Wirklich immer so alle paar Zentimeter den schön zusammenbinden, dass man schön auf, dass man schön in Form haben, den Braten. So, im Prinzip sehr klar war. Die ist jetzt schön gebunden, jetzt ist das schön gleichmäßig und wobbelt da nicht so rum. Dann machen wir bloß noch die überflüssigen Stücken hier ab. Die braucht ja kein Mensch. Und dann sieht das schon schön aus. Dann spießen wir den Braten immer mittig auf. Dass er da vorne auch in der Mitte rauskommt. Na, so, ist das mittig? Ja. Ja, sehr gut. Also dann drauf auf die Klauen. Auf der anderen Seite die nächste Klaue aufgesteckt. So. So. Und ja, das war ja relativ gut erwischt. Mega. Jetzt haben wir den hier schön feucht aus und dann bleibt natürlich der Rapp gut hängen dran. Also immer gut einrappen. Jetzt sind wir schon ein bisschen auf dem Brett. Da können wir gleich aufditschen. Aber was immer fehlt. Immer rüber schön anklopfen. Ah, perfekt, riecht schon hervorragend. Genauso muss es sein. Muss er gleich ein bisschen feucht ist. Und ab auf den Grill. So, im Grill hat ein Heckbrenner schon mal gestartet. Das ist das Einzige, was wir anmachen. Hier kommt er hin. Wer sich mit Spießbrennergrill beschäftigt hat, der weiß schon, wo der drauf hinausläuft. Und zwar anschalten. Und gucken, dass er richtig umdreht. Dreht er, der dreht jetzt in die Richtung praktisch von der Flamme weg, dass das Fett, was sich hinten anlöst, schön nach unten laufen kann und den Braten schön nochmal extra saftig macht. Jo, Decke schließen und für ungefähr 2 Stunden drin lassen. Wir messen mal zwischendurch die Kerntemperatur. Wenn wir da ungefähr bei 75 Grad angekommen sind, dann sind wir fertig. Aber ich glaube, wir gucken gleich nochmal nach. So, knapp 3/4 Stunde ist um und so sieht unser Freund aus. Ja, da ist schon ein gewisser Garvorgang. Wir haben aber bloß 180 Grad im Grill. Also wir persönlich ein bisschen wenig, gegen was die Kerntemperatur sagt. Und hier 26. Was ich jetzt machen werde, ich werde jetzt hier rechts und links noch einen Brenner anmachen. Und die auf kleinster Stufe ein bisschen mitdudeln lassen. Ist es wichtig, dass man jetzt was drunter stellt? Oder? Nur aus optischen Gründen, sonst tropftet ihr den ganzen Grill voll und so ist einfach drunter, tropft so ein bisschen, naja, bist aufgefangen. Ich nehme jetzt hier meine Grillplatte, die ist eigentlich immer universell, kannst aber eine Schale runterstellen, so wie du lustig bist. Jetzt jedenfalls ganz wichtig, Deckel zu. Temperatur, wenn wir jetzt so 220, 230 Grad dann drin haben, das ist jetzt wichtig, weil wir stehen jetzt hier und von hinten wie die ganze Zeit ein kalter Wind in den Grill drin. Und der Bräuchling kann schon eine Menge ab, aber wenn er von hinten kalten Wind kriegt, dann ist es schlecht, dann macht es so wie jetzt tatsächlich Sinn, wenn man gesehen hat, dass die Bräune nicht schnell genug vorangeht, dass man ein bisschen Temperatur mit dazu nimmt. Und wenn jetzt eine Sommertemperatur werden, dann? Würde ich es nicht machen. Dann würde ich die auslassen, bloß den Heckbrenner anlassen, dann reicht er vollkommen aus. So, die Zeit ist abgelaufen und gucke mal hier. Heieieiei, wie sieht die mega aus? Ich glaube, ich mal einfach mit jener Umdrehung hier die Sache angucken, also von allen Seiten hier anschauen. Wow, oder? Perfekte Grillergebnis. So muss es aussehen und so einfach ist es auch gemacht. Also einfach ein bisschen auf die Temperaturen achten, ein bisschen nach dem Rechten gucken und Freude dran haben. Und schon hat man so schön Ergebnis. Das hält mal den Brenner aus. Und nehmen den Spieß runter. So, nehmen wir mal die Spange ab. Schieben wir den Braten mal hier von dem Spieß runter. Wir ziehen den Spieß raus. Immer aufpassen. Spieße sind in aller Regel sehr heiß. Und die Klammern auch. Messer gegenhalten. So. Und dann kommt, was kommen muss, und das ist unser Mittelschnitt.
Der klassische Mittelschnitt immer. Das quiekt jetzt schon vor Freude, das Fleisch. Und gucken wir mal rein. Saft. Ja, der kommt da raus, genauso habe ich mir das vorgestellt. Oh, herrlich. Gucken wir mal, eine schöne Mischung hier hinbekommen haben. Zwischen zart und saftig, das war ja die Aufgabe. Also, erstmal gucken wir, saftig. Muss sagen, ohne annehmen zu wollen, ist es. Gucken wir mal, ob es zart ist. Klar. Also, geil. Auch schön würzig drin. Durch die Brühe, die wir reingebracht haben, haben wir natürlich schön, ja, auch Geschmack drin. Nicht nur draußen die Würze, sondern auch Geschmack drin. Mega geiler Spießbraten. Und wenn ihr mich fragt, womit ihr euer Fleisch spritzen sollt, macht es genau so. Und was ihr außerdem machen solltet, ist einen Daumen nach oben da lassen. Wollt ihr einen Kommentar und natürlich ein Abo. Von daher bis zum nächsten Mal. Klaus grillt, feines Grillen, Barbecue. Macht's gut, ich bin beschäftigt. Ich habe gleich die erste Scheibe hier weggeatmet. Großes Ogel. Mega.